Hallo zusammen, ich bin's Anna. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht's wieder um Medikamentenmittwoch, diesmal leider am Donnerstag, weil ich hatte gestern sehr viel zu tun und habe es nicht geschafft. Also heute an einem Donnerstag. Und heute geht's um Citalopram, ein Antidepressivum, was ich auch selber halt auch nehme. Ich nehme halt 10 Milligramm. Der Erfahrungsbericht davon verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Ist auch in der Medikamenten-Playlist. Und wir starten jetzt auch erstmal. Also es wird eingesetzt, also Citalopram wird eingesetzt bei Depressionen, Panikattacken und auch Zwangsstörungen. Jetzt kommen wir zur Wirkungsweise. Die Wirkungsweise ist wie folgt. Es ist halt ein Selektiv-Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, kurz SSRI, und es erhöht die Konzentration vom Botenstoff Serotonin im Gehirn. Also noch genauer an der Verbindungsstelle zwischen Gehirnzellen und Synapsen wird die Konzentration halt erhöht. Serotonin spielt eine wichtige Rolle für die Stimmung und den Antrieb. Falls ihr ein Video auch darüber mal sehen wollt, könnt ihr es bitte einmal kommentieren. Dann mache ich das auch mal über Serotonin oder generell über die ganzen Gehirnbotenstoffe. Ich finde das auch sehr spannend. Auf jeden Fall ist halt sehr wichtig für die Stimmung und den Antrieb Serotonin. Wenn das fehlt, ist es halt nicht gut. Dann und es wirkt halt quasi dadurch halt Stimmung steigernd und auch Antrieb steigernd. Also beides wird halt dadurch halt erhöht, also gesteigert, sodass halt die klassischen Symptome einer Depression halt Antriebslosigkeit und gedrückte Stimmung halt entgegengewirkt werden. Genau. Und jetzt kommen wir zu den Nebenwirkungen. Lasst euch bitte nicht erschlagen, es sind ziemlich viele. Ich habe auch ein paar einfach habe ich auch rausgelassen, weil es uns halt den Rahmen sprengen würde. Und ich nehme es ja selber und ich habe keinerlei Nebenwirkungen. Eventuell so ein bisschen erhöhter Speichel, aber das habe ich aber auch nur jetzt dran überlegt, ob das daran kommt, aber ich hatte das aber schon immer, dass ich so ein bisschen mehr Speichel im Mund habe. Und was da jetzt auch mehr oder weniger ist, ist ja auch eh. Wir kommen einfach zur Nebenwirkung. Ich lese sie jetzt einmal vor. Es kann zu vermehrten Schwitzen kommen, zu Schlaflosigkeit, zu Durchfall, zu Gewichtsabnahme oder auch zu vermindertem Appetit, zu Herzklopfen, zu Sehstörungen, zu Hörstörungen. Seltener, also nur 0,1% der Personen, die das halt nehmen, Gewichtszunahme oder auch Appetitsteigerung. Das ist aber sehr selten, die Nebenwirkung. Jetzt kommen wir zu dem, was ich gerade angesprochen habe. Vermehrter Speichelfluss, Schwindel, Mundtrockenheit, Bauchschmerzen, Gelenk- und Gliederschmerzen sind so die typischen Nebenwirkungen, die halt auftreten können. Wie gesagt, eigentlich, also ich würde mal behaupten, dass ich eventuell einen erhöhten Speichelfluss habe, aber ob das daran liegt, weiß ich nicht, aber es war schon immer, glaube ich, so. Ich glaube nicht, dass es an dem Medikament liegt. Das habe ich auch nur überlegt, als ich das heute gelesen habe. Aber das ist jetzt auch keine schlimme Nebenwirkung. Ich würde, glaube ich, schlimmer finden, wenn ich immer einen trockenen Mund hätte. Also aber ich glaube nicht, also das ist nur so eine Vermutung, die ich dann nur weit in der Recherche halt irgendwie aufgestellt habe, dass es eventuell eine Nebenwirkung sein könnte. Keine Ahnung. Und jetzt kommen wir zu den Wechselwirkungen. Zuallererst, man kann ja auch Johanniskraut nehmen bei Depressionen. Nehmt das auf gar keinen Fall mit Citalopram zusammen, weil die Wirkungsweise von Citalopram echt sehr unvorhersehbar steigern kann, also richtig krass steigern kann. Und das ist nicht gut, weil wenn man auch zu viel Serotonin im Blut hätte oder im Körper, kann es auch zu krassen Schäden kommen. Also bitte macht es nicht. Und auch außerdem kann es auch dazu kommen, wenn man das halt abrupt absetzt, dass man zum Beispiel was wie Schlaflosigkeit hat und so und irgendwie Schwindel und alles. Also macht das bitte auch nicht. Immer schön ausschleichen lassen, solche Antidepressiva, weil das halt wichtig ist, weil man sonst halt zu Absetzsymptomen kommen kann. Und im Zusammenhang mit Alkohol kann es halt dazu führen, dass man halt deutlich empfindlicher ist bei Alkohol. Das heißt, da auch am besten auch im Maßen, am besten natürlich gar nicht. Aber ich weiß ja selber, dass gar kein Alkohol
auch schwierig ist, gerade wenn man jung ist. Also ich verzichte ja auch nicht darauf, aber ich trinke ja trotzdem Maßen und probiert, weil sonst könnte es halt zu mehr Kater kommen, also dass man halt einen schlechteren, also einen intensiveren Kater am nächsten Tag hat, als wenn man das nicht genommen hätte. Also ja, und das ist übrigens auch ein Spiegelmedikament, das heißt, es wirkt nicht sofort, es wirkt erst nach ein paar Wochen der Einnahme, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. Ja, genau. Und das war es auch eigentlich jetzt von Citalopram. Wenn noch irgendwas fehlt oder noch was zu ergänzen ist, dann könnt ihr es auch gerne in den Kommentaren schreiben. Ich habe jetzt 2-3 Seiten dafür natürlich ja, durchgelesen und zusammengefasst. Aber es gibt bestimmt noch viel mehr, auch was man über manche Sachen sagen kann. Ich habe das jetzt so gekürzt, dass es halt für ein Video gut passt. Und ja, alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte lasst den diesem Video einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr bis hierhin da seid, schreibt irgendwas Cooles in den Kommentaren. Ich glaube, nee, schreibt dann Hashtag Medikamentenmittwoch unten in den Kommentaren. Dann weiß ich, dass ihr bis jetzt zugesehen habt. Das, ja, ich freue mich natürlich für jeden, der meine Videos ganz guckt. Das ist echt eine Ehre für mich. Vielen Dank. Ja. Und abonniert meinen Kanal, um keine Videos zu verpassen. Aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr sogar eine Benachrichtigung auf euer Handy. Und euch noch eine angenehme Restwoche und bis zum nächsten Video. Eure Anna. Ciao.